So, hallo und alle zur nächsten Folge von Clash Royale. Heute haben wir noch einmal eine Geschichte vom letzten Mal offen, von der letzten Folge sozusagen. Die wurde ein bisschen lang, deswegen werde ich das hier noch mit reinpacken. Ich muss nochmal hier drei Kämpfe bestreiten. Ich kriege halt jetzt keine Truhen und mir wurde auch gesagt, dass ich das, aber das noch nichts macht. Ich verpasse dadurch keinen seltenen Truhenzyklus. Es wird einfach nur angehalten, ich kriege nichts Neues mehr. Ich muss so drei Kämpfe machen, um noch eine weitere Kronentruhe zu öffnen. Wenn ich die schon haben kann, dann mache ich das auch eben mal. So, Prinzi, Prinzi. Show me what you can do. Ich weiß gar nicht, wen ich vorschicke. Ja, Prinz tankt. Der Beka. Ja, macht der One-Shot, ey. Ja, ich lasse das jetzt gerade mal meinen Turm regeln und sammle Elixier für den Gegenangriff. Setz hier unten einen Riesen hin. So, dann lass mal gucken. Ah, schon wieder. Ja, die brennen jetzt natürlich alles hier. Damn it. Eine schöne Angriffsstrategie zunichte gemacht. Ja, die kriegt jetzt auch den Turm. Geh ich um. So, der regelt das hier wieder. Ja, ich habe gerade aktuell nicht... den hätte ich gerne, den Tank. Jo, ey. Das gefällt mir jetzt nicht so, muss ich zugeben. Ich habe das Gefühl, ich muss mal irgendwie einen Gegenangriff oder was starten. Dammit! Der hat immer die Skelettarmee ready. Immer! Komme ich immer gar nicht durch. Komme ich überhaupt nicht durch. Pass auf, der hat jetzt wieder die Skelettarmee. Ja. Ja, da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Ja, das verliere ich wieder. Ich habe nicht mal einen einzigen gekriegt. Ah, der hatte gute Antworten übrig. Der hat mich jedes Mal, wenn ich gerade die Gas gegeben habe, hat er die Skelettarmee gehabt. Ist halt Counter sozusagen. Skelettarmee Counter den Prinzen. Muss einfach setzen und zack, Grip. Macht denn gar nichts mehr. Tja, dann hoffen wir, dass wir jetzt vielleicht noch jemanden kriegen, der das nicht hat. Also ich finde das Deck an sich nicht schlecht. Ich habe auf dem anderen Account, glaube ich, ein schlechteres, oder? Oder hatte ein schlechteres. Ja, schon wieder Skelett an mir. Tja. Kobalt fast. Ich muss demnächst mal ein bisschen weiter drüben werden. Oh, sag mal, der Prinz. Hör auf, den Riesen zu kloppen, ey. Mach die Base. Mach Ende hier. Ja, das ist boah, nicht Damage rausgekommen. Ja, komm schon. Prinz hinterher und dann müsste da oben eingerissen werden. Eventuell. Ja, ja, ja. Ich
Oh, hat er Pfeil eingeworfen. Hoi, da mach ich mal. Mach ich gut Damage dran. Also, wenn ich noch einmal ein Kobalt was hinkriege und ich hab was tankt, dann. Gut. Was war denn das? Das war mal sinnlos, war verschwendet. Ich habe hier gesehen, dass nächste Karte die Pfeile waren, deswegen. So, setzen wir den hier noch. Und Kobaltfass und ich habe gewonnen. Hui. Ja gut, ich hätte sogar ohne Fass noch gewonnen. Okay, haben wir die ersten voll. Ich möchte noch meine. Ja, Drohnenplatz voll, deswegen ist gerade blockiert. Kronentruhe möchte ich noch haben heute. Kann ich eben fix öffnen, ist ja mal Cooldown drauf und da gibt es noch Fett. So, zwei Wins noch. Dann machen wir doch mal. Ja. Muss ich doch über hier rüber gehen. Der Loot geht auf der linken Seite, weil er da angefangen hat, habe ich jetzt. Nicht in die Musketieren. So. So, Valkyrie geht vor. Mal gucken, was wir da machen können. Ah, oh, jetzt tankt die nicht mehr. Ja, ein bisschen was konnte ich da machen. Der Riese, though. Der hat halt die Hexe, das ist gut. Der hat halt keine Skelettarmee. Das finde ich gut. So, der reißt jetzt hier den Turm ein. Ich möchte es aber gerne deffen, wenn es geht. Geht schon, aber eben nicht so gut mal wieder. Ich mach mal den hier. Und da mache ich das. Ach, schade. Reicht das? Wäre schon witzig. Nein, reicht natürlich nicht. Ja, ich mach den Prinzen hier unten hin. Ich muss jetzt alles auf Verteidigung setzen, Alter. Oder auch nicht. Wer gewinnt? Ich gewinne. Oh, das, okay. Der war jetzt knapp, muss ich sagen, ne? Der war echt knapp. Habe ich schnell geschaltet und es fast noch geschmissen, also. Hätte auch anders ausgehen können. So, komm, eine Krone noch und dann. Haben auch schon die Kronentour für heute abkassiert. Ich und meine Early Fights hier. Gab doch ein paar unerwartete Wendungen, oder? Ja, der fängt mit. Fängt mit Drachen, das mache ich nicht. Musketieren nehme ich als Verteidigung, weil. Komm schon, Prinz, do it. Reiß die Bude ein. Ja, hätte ich fast später gar nicht nutzen. Ich hätte es nicht nutzen müssen. Hätte was anderes machen können. Ja, hier komm. Ein Turm weg. Ich gehe meistens am liebsten eigentlich immer über die Lane, die schon eingerissen ist hier. Ja, kann ich gerade mal wieder nichts machen. Soll ich, ja, ich könnte den Drachen da mal einreißen lassen, wie er lustig ist. Ja, der schafft's nicht. Okay. Ich nehme mal den hier.
Klassiker halt einfach wieder, ne? Einfach ein Klassiker. Ja, okay, das kriegt er jetzt. Ne, brauche ich nicht werfen. Der und sein Kack. Okay, die Pfeile waren etwas verschwendet, glaube ich. Na, komm schon. Ja, der Riese hat es jetzt ein bisschen rausgerissen. Aber jetzt glaube ich gewinne. Ja, sieht gut aus. Ach, die Armee. Ah, wunderbar. Und damit habe ich die noch gekriegt. Und dann ist sie wieder auf Cooldown. Win für mich. So. Da, super viele Sachen kann ich öffnen. Erstmal die Gratis zu bekommen. 21. Noch was Gutes? Nö. Nö. Benutze ich nicht. Okay, und eine Kronentruhe. Okay. Die nehme ich immer. Benutze ich nicht. Benutze ich nicht. Die nutze ich. Die nutze ich auch. Ja, okay. Okay, dann lass mal gucken, was wir upgraden, die Pfeile. Weil die brauche ich sowieso immer. Flächenschaden erhöht. Und die Valkyrie. Oh, ich bin sogar Level 3. Kann ich jetzt einen Clans? Muss ich mir überlegen, wie ich da was drehe oder so. Ja, dann verbessere ich das doch mal hier auch. Weil das ist so meine... Hexen, das ist mein Hexenschredderer und sowas. Ja, sollte ich haben. Also das Fass finde ich wichtig, Riesen finde ich wichtig. Wichtig, hier über die Hütte kann ich mich streiten. Also die Hütte kann ich meines Erachtens nach auch gegen was anderes einsetzen. Das bin ich sicher. Was? Gegen Pekka vielleicht. Oder so, not sure. Bin ich mir noch nicht sicher, so schlüssig. Okay. So viel zu der heutigen Folge auch wieder. Die nächste Kronentruhe ist verfügbar in einem ganzen Tag erst. Und ja, darauf warte. Ich werde hier die ganzen Sachen öffnen. Und dann sieht man sich wieder in einer nächsten Folge von Clash Royale. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mal wieder Vorschläge habt und euch besser auskennt, dann gerne in die Kommentare. Schaut die nächste Folge morgen und übermorgen an, je nachdem, wann ich sie hochlade. Und bis dann, lasst krachen und tschüss.